Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Heute werden wir den Hammerlock DLC quasi offiziell abschließen, weil ich die letzten Quests abgebe. Und dann werden wir uns auf zum letzten DLC machen und ich freue mich einfach, weil es der beste DLC von allen ist. Doch vorher noch eine Kleinigkeit. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die ganzen Monster gejagt. Ja. Ich habe die Zeit dazu gefunden, bin ja auch ganz froh, weil dann habe ich das auf jeden Fall schon hinter mir. Es hat eine Weile gedauert, die gesleckten Sporen wollten irgendwie nicht spawnen. Und weil ich schon mal dabei war, habe ich auch direkt mal den Anteil, die eine Mission von vom Captain Scarlet DLC gemacht. Dass ich die auch schon mal weg habe, also den Endboss quasi nochmal besiegen war das ja. Ich habe mal geguckt bei den Missionen vom Talk DLC, die sind allerdings teilweise schon, hier zum Beispiel da, schon auf Level 50 und das schaffe ich glaube ich auf dem Level, wo ich momentan bin, wirklich nicht. Deswegen verschiebe ich das auch später. Vielleicht hole ich mir wieder Hilfe für oder so. Das Beste, was ich hatte, war du Rindvieh von einem Skag. Aber das war Mist. Ist richtig. So, da oben ist die Schnellreisestation, da muss ich nochmal kurz hin. Dann kann ich nämlich jetzt... Vokadius, der Unbesiegbare. Ach, Vokadius, egal. Ah ja, es war der Riesen... Stalker. So, jetzt kann ich hier noch die Quest abgeben. Oh! Es gab einen Skin. Schön, warum nicht? Ach genau, ich habe momentan noch... ich habe mich kurz am Death Race versucht, aber ich glaube, das ist mir zu blöd. Da werde ich wahrscheinlich anfangen zu schummeln. Also schummeln quasi, ich mache das auch zu zweit. Ich habe, glaube ich, mal kurz erläutert, wie das funktioniert, dass es zu zweit einfacher ist. Das werde ich dann so machen. So, jetzt erstmal zurück nach Sanctuary. Kann ich nämlich zum einen das Artefakt mal wieder kurz einlagern, die Sniper Rifle am besten auch, damit ich es nicht aus Versehen verkaufe. Und dann, weil wir jetzt Level 40 sind, habe ich mir gedacht, ich habe übrigens darauf geachtet, dass die Erfahrungspunkte von der Mission genau ausreichen, dass wir Level 40 werden. Ich habe noch ein paar Gegner dafür gekillt. Denn dann werde ich jetzt doch nochmal ein paar Schlüssel benutzen, um vielleicht noch ein paar neue Waffen zu kriegen. Da ich ehrlich bin, die Pistole ist zwar stark, gefällt mir allerdings nicht so gut. Falls ihr übrigens habt komische Geräusche, das ist ein Hund unterm Tisch. Sammy, hör auf damit! Das kitzelt. Und? Was jetzt? Ja, irgendwer muss sich. Aus dem Weg! Ich will da durch! Du kannst nicht für hunderte von Kammern ansehen. Ah, mal kurz Muni holen. Eins. So, ich hätte eigentlich gerne eine andere Pistole. Sniper mal gucken, mit der Panzerfaust bin ich ja zufrieden. Vielleicht finde ich sogar eine bessere Assault Rifle, aber da bin ich mir nicht sicher. Wie viele Schlüssel habe ich jetzt gerade? 90 Stück, genau. Habe, glaube ich, 10 neue bekommen. So, hier. Hauen wir mal wieder ein paar rein. So, eine neue Pistole, beziehungsweise besser gesagt, ich will eigentlich gar keine Pistole. Interessant. Eigentlich will ich gar keine Pistole, viel lieber wäre mir eigentlich ein gutes SMG. Das wird zwar weniger Schaden haben, aber ich kriege gerade eh noch Pistolen. Nehme ich. SMGs machen ja ein bisschen weniger Schaden, allerdings, naja, irgendwie mag ich SMGs lieber. Es gibt's doch nicht, es ist genauso wie beim letzten Mal, als ich Schlüssel benutzt habe, ich kriege nur Pistolen. Ich benutze fast die Pistolen in diesem Spiel, was am Anfang, weil man eh nichts Besseres hat. Assault Rifle, das haben wir am Anfang. Ohne Schrotflinte. Verbraucht 3 Muni pro Schuss. Die Dinger mag ich nicht. Was war das gerade für eine Schrotflinte? Ich habe nicht darauf geachtet. Jacobs. Dann lieber nicht. Die Dinger verbrauchen... Das ist immer dumm. Jacobs Schrotflinten verbrauchen immer ultra viel Muni mit einem Schuss. Und haben winzige Magazine. In der Regel kann man nur ein bis zweimal damit schießen. Das ist ziemlich bescheuert. Das... ist ein Dahl-Sniper, aber es ist deutlich stärker. Und eine Torx-Schrotflinte auch nur mit 2 Schuss. Dahl-Sniper finde ich auch ein bisschen kritisch, weil halt Feuerstoß. Na, ich weiß nicht beim Sniper. Brauche ich nicht. Ah, Klingzeit. Wir hatten tatsächlich auch
Nach dem Kampf mit Nakayama hatten wir auch ein Abklingzeit-Artefakt. Ich glaube, es hatte ein bisschen weniger sogar. Mit der Altpistole? Mal ich nicht. Schock ist nicht verkehrt. Habe ich auch erst überlegt, ob ich die mitnehmen soll. Allerdings dachte ich mir dann, nee, doch lieber nicht, weil ich einfach meinen Skill zu selten benutze. Deswegen glaube ich, lohnt sich das im Großen und Ganzen nicht. Und das war's wieder mal. Einfach nur Bullshit dabei. Und mir fällt gerade auf, ich sollte doch die andere Pistole nehmen, weil. Das war Spiker. Das ist die andere Koro-Pistole. Da. Die ist zwar ein bisschen schwächer, aber sie hat Koro. Und da habe ich eine Koro, eine Schockwaffe und so eine Slackwaffe jetzt auch dabei. Ja, war nicht so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht hätte, weil wieder einfach nur Pistolen. Hauptsächlich. Nicht so geil. Aber was soll's. Ja, auf jeden Fall ein starkes neues Sniper. Und ich glaube, dass das auch nützlich sein könnte. Vor allem, weil es einfach echt sehr viel Schaden macht. Weg mit dem ganzen anderen Krimskrams. Scheiß auf die Artefakte. Abklingzeit-Artefakte würde ich normalerweise nicht verkaufen, aber hey. Und die kurze Sache habe ich nicht sogar noch. Ja, ich habe Iridium. Dann könnte ich das vielleicht gerade auch mal ausgeben. Ich glaube, dass ich eigentlich sofort anfangen sollte, hätte ich den ganzen Scheiß vielleicht mal vorher machen sollen. Assault Rifle Muni, ja. Mist, mir fehlt genau ein Iridium. Ja, dann eben nicht. So, auf. Ich sehe es gerade nicht, wo ist es? Bescheidene Docks da. Auf zum letzten. Also zum letzten Story DLC. Danach gibt es ja immer noch 5 weitere. Es waren einmal ein paar Kammerjäger. Die spielten ein Spiel. Die Welt steht am Abgrund. Die Stunde der Verzweiflung ist gekommen. Entweder wir kämpfen hier und jetzt, oder wir sterben. Also? Würfel die Initiative aus! Inni was? Die bestimmt, wer zuerst angreift. Ich klopp die Inni-Dings. Was geht ab? Ich hab nicht aufgepasst. Komm, Tina, nochmal von vorn. Willkommen, edle Fräulein, zu eurer ersten Sitzung des coolstesten Spiels der Welt. Bunkers und Badasses. Als Bunkermeisterin führe ich euch durch eine fantastische Geschichte und... Moment, warum spielen wir hier Kinderspiele? Ach, was durchdachte Schnauze-Modi! Tina? Aber sie hat recht, Schnauze. Während unsere Kammerjägerfreunde unten diesen Hyperion-Spitzel weichklopfen, dachte ich, wir spielen was. Also, wählt eure Spielfiguren. Es gibt den Necromancer, den Kommando, die Sirene. Sirene? Die nehme ich. Meine Sirene heißt Brick und die ist super hübsch. Tina, warum fangen wir nicht einfach an und regeln das später? Mädchen, du weißt doch, wir müssen noch auf Roland warten. Tina, Roland, du weißt doch, dass er nicht kommt, oder? Er ist nicht mehr da. Der hat sich bestimmt bloß verspätet. Aber gut, fangen wir an. Also, würfel die Initiative aus! Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Ich liebe es. Vor allem wegen Tina. Ihr kommt zu den Docks von Flame Rock Refuge. War mal ein richtig nettes Fleckchen hier, bevor der Handsome Hexer alles verwüstet hat. Ich schlage vor, wir gehen in die Stadt und schauen uns um. Es ist ein wunderschöner Tag in Flame Rock Refuge. Ganz anders als... Hast du nicht gesagt, der Hexer habe die Stadt verwüstet? Wie kann es da wunderschön sein? Ich wollte natürlich sagen, es ist ewige Nacht. Und man hört gruselige Musik. Und überall riecht es nach Arsch und Leichen. Riecht wie zu Hause. Okay, mit Creek könnte das ein bisschen nochmal eine ganze Ecke lustiger werden mit den Kommentaren. Ich liebe diesen DLC. Ich habe zwar nie Dungeons & Dragons gespielt, worauf das Ganze offensichtlich angespielt ist. Wer es noch nicht bemerkt hat. Aber es ist einfach so unglaublich geil. Und wir kriegen Tina wieder. Bester Charakter des Spiels. Plötzlich werdet ihr von einer Horde Skelettis angegriffen. Sie schießen auf euch. Und halt gar nicht mehr so wenig aus. Und wir sind nur Level 34. Wow, nice. Das nenne ich mal Schaden. ich könnte wieder auf das Snipen gehen. Warum hatte ich nicht?
Da hinten. Oh, das sind eine ganze Menge Gegner. Achso, Skeletten in Schiffen. Das gibt's denn. Tot. Warte. Auch geil, wenn die jetzt natürlich eine Slack-Explosion auslösen. Die Gegner, wenn sie sterben. Haben wir eigentlich ganz gute Chancen, halt immer alle Gegner zu slacken. Könnte aber witzig werden. Ich glaube, der Psycho ist eigentlich auch echt gar nicht so schlecht für fürs Team, wenn man halt mit mehreren Leuten spielt. Ihr nähert euch dem Eingang von Flame Rock Refuge. Da erscheint plötzlich der Schussdrache vom Handsome Hexer! Überraschungsangriff! Den klopp ich! Ich versuch's grad. Ausrichten. Ist unfair. Der Drache greift an und... Kritischer Treffer! Toll. Was ist das jetzt? Tina, man fängt seine Kampagne doch nicht mit einem Bosskampf an, den kein Spieler gewinnen kann. Touché. Okay, alle zurück. Wütend! Ich bin wütend! Ich wollte was tot machen. Okay, wie wär's mit einem neuen Boss? Er ist ein Skelett. Und sein Name ist... Meister... Knochenhosen-Typ? Meister Knochenhosen-Typ! Wäre das was? Jetzt gefällt mich nie mehr stoppen! Alles klar! Die Straße nach Flame Rock Refuge steht euch offen. Da müsst ihr hin! Los. Ja, Meister Knochenhosentyp. Sehe ich absolut ein. Ach, so eine Pistole ist das. Nice. Die ist so echt gut. So was nehme ich gerne. Ui. Besonders geil übrigens in diesem DLC. Oh, ein Sniper. Besonders geil in diesem DLC. Man kriegt richtig viel Iridium. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ist natürlich teilweise auch zufallsabhängig, weil viele Gegner hier Iridium droppen. Hm? Jetzt brechen ganz miese Zeiten an. So. Viele Gegner hier droppen auch Iridium und ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, in einem Durchlauf durch den DLC habe ich, glaube ich, mal 80 Iridium bekommen. Da geht noch deutlich mehr, klar, je nachdem, wie viel Glück man auch hat. Aber es ist halt eigentlich ganz geil. Ich mag das Sniper. Oh, guck mal, Skelett mit Panzerung. Oh, es hat sich aufgelöst und explodiert in einer Säurewolke. Und man muss übrigens wirklich mal auf die Namen der Orte achten. Ich werde die wahrscheinlich jetzt nicht immer vorlesen können, weil die logischerweise auch alle von Tina stammen. Man kann sich dann denken, was dabei so teilweise rumkommt. Oh, guck mal, Iridium. Sammy, was machst du da draußen schon wieder? Achso, er frisst den Teppich. Okay, das ist okay. Das ist normal. So. Da ist noch ein bisschen Geld drin. Sammy, was machst du da? Hey, Skelett. Noch ein Skelett? Ich hab's gehört, ich sehe es aber nicht. Totes Skelett. Ups, schon wieder. Ich guck einmal kurz auf die Karte, plötzlich sind überall rote Punkte. Achso, was mir halt übrigens einfällt. Was Lilith da meinte, ist gar nicht so falsch. Es gibt mehrere Spiele, wo du am Anfang einen unbesiegbaren Boss entgegengeworfen bekommst. Ich weiß auch nicht, warum man... Hey, du Arsch. Nein, Sammy, jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, warum man sowas macht, aber gibt es halt. Ich habe gerade ein Problem. Und jetzt kratze ich mir das Gesicht vor den Fingernägeln. Das war knapp. Sammy, leg dich hin. Es ist echt schwer aufzunehmen, wenn einem die ganze Zeit ein Hund hier um die Füße rennt. Wisst ihr das? So.
Da hinten ist... Oh, guck mal, ein Golem. Scheiß drauf. Auf nach Flame Rock Refuge. Das Schöne an diesem DLC ist vor allen Dingen, dass man quasi das gesamte Spiel nochmal irgendwie durchläuft. Flame Rock Refuge betreten. In der Ferne seht ihr die Aufklärungszeppeline. Die Nimmermüd nach Feinden und Zeugs Ausschau halten. Und was macht er jetzt? Aufhören mit dem Spiel? Reden wir mit den Einwohnern. Großartige Idee. Also, Sammy will spielen. Das ergibt natürlich auch Sinn. Hallo, du. Die Königin wird vermisst. Vielleicht weiß ihre Leibwächterin Eleanor, wohin sie entschwunden ist. Wenn die Königin nicht zurückkehrt, werden wir niemals wieder die Sonne sehen. Klingt so, als müssten wir diese Eleanor finden. Nein. Klingt geil. Hier ist es eh immer zu hell am Tag. Ach ja, man hat natürlich auch logischerweise, da wir hier ein etwas mittelalterlicheres Setting haben, abgesehen von unseren Waffen, hat man natürlich die Geschäfte etwas angepasst. Zauberei, Mumpitz, geht doch nix über eine Kanone. Wenn ihr das Gold habt, hab ich die Schätze. Ihr müsst geheilt werden, dringend. Ja. Oh? Melee Shield. Hat höhere Kapazität, warum also nicht? Genau, wir hatten jetzt ein Absorb Shield. Ja, wobei Absorb Shield ist quasi sogar schon. Na, scheiß drauf. Weg damit! Und legt einfach euch für mich saubere Patronen erwärmen. Auf dass ihre ordentlich Feinde auflöst. Ich finde aber die Musik geil. Forge. Die Leibwächterin ist nicht da. Oh, Entschuldigung. Hab vergessen, ihre Spielfigur aufs Brett zu stellen. Rups. Sieht ja aus, als hätte sie ein Problem. Ich Wer klopp gehabt? Ihr Problem. Ich klopp ihr Problem. In meiner Rolle natürlich. Das ist auch super. Brick die ganze Zeit mit seinem Ich klopp ihn. Ich breche euren Verstand ein und schlage eure Probleme tot. Die Königin ist verschwunden. Sie ist in den Wald gegangen, um der Welt das Licht zurückzubringen. Wo ist sie denn hin? Ja, der Wald. Sie sagte irgendwas davon, dass sie den Fluch mit Hilfe des Baums des Lebens brechen will. Bestimmt ist sie dorthin. Und so wurde eure Bestimmung klar. Ihr müsst in den dunklen Wald gehen und der Königin helfen. Okay. Ich werde mich jetzt mal vorher nicht groß in dem Dorf hier umsehen. Ich muss sowieso... früher oder später für die Sidequests sowieso noch überall hin. Deswegen gehen wir jetzt vorerst erstmal nur der Hauptstory nach. Was ich glaube ich gleich schon ändern wird, weil wir glaube ich auch gleich die ersten Sidequests bekommen können. Eigentlich darf niemand mehr in den Wald, seit es dunkel wurde auf der Welt. Aber der Torwächter ist leicht rumzukriegen. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Hm? Gut. Oh nee, ich habe schwer Alex, das gibt's doch nicht. Ich hasse meinen PC dafür, dass er das in letzter Zeit ständig macht. Oh, das sieht gerade lustig aus, irgendwie. Und irgendwie nicht. Ich sollte versuchen, den Rest des Parts so zu machen. Oder ich kotze im hohen Bogen. Moment mal. Natürlich waren es zwei Granaten. Ich muss ehrlich sagen, zum einen finde ich es gerade halbwegs witzig, mit 4 Frames zu spielen. Zum anderen kotze ich innerlich gerade. Ich wüsste auch echt mal zu gern, wo eigentlich das Problem liegt. Weil ich es bis heute nicht gefunden habe. Nee, keine Ahnung. Ja, wobei, eine Idee hätte ich das wenigstens. Keine Ahnung. Egal. Okay, folgendermaßen, ich mache hier für heute Schluss, reg mich ein bisschen auf, jetzt hat sich die Frame-Anzahl wieder gefangen. Okay, wenn sowas, ah nee, doch nicht, okay, ich nehme alles zurück. Ich dachte, wenn sie sowas wieder fängt, wäre ja auch mal gut zu wissen, aber nee, scheinbar nicht so richtig.
Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.